Die diesjährige Sommerausstellung trägt den Namen Wilhelm Busch von bösen Buben und braven Bürgern. Und im Grunde geht es einfach darum, Wilhelm Busch, der ja allen bekannt ist als Autor und Zeichner von Max und Moritz, an allen Facetten zu zeigen. Einmal geht es darum, ihn zu würdigen, weil er halt einer der ganz bekannten deutschen Dichter ist. Und es geht aber auch darum, alles das zu zeigen, was man halt nicht so von ihm kennt. Die Ausstellung richtet sich eigentlich ganz gezielt auch an Familien, weil Wilhelm Busch gerade durch Max und Moritz eigentlich ein Thema ist, was alle Generationen verbindet. Die Eltern und Großeltern kannten Max und Moritz aus ihrer Kindheit und auch die meisten heutigen Kinder kennen Max und Moritz schon. Deswegen ist das ein Thema, was sich gut auch für einen Familienausflug eignet, weil alle was zu entdecken haben, was sie schon kennen, aber auch Neues. Um vor allem auch Kinder anzusprechen und auch Kinder zu begeistern für das Thema, haben wir uns auch viele Spielstationen überlegt. Das heißt, also die Kinder können wie Max und Moritz hier bei uns in dem Witte-Bolte-Haus angeln. Es gibt aber auch kleinere Spielstationen, wo man puzzeln kann, wo man an einer historischen Tafel Reime selber dichten kann. Und man kann sich die Gedichte nicht nur durchlesen, man kann auch an Hörstationen Gedichte anhören. Also es gibt Möglichkeiten, auf alle verschiedenen Wege Wilhelm Busch kennenzulernen.